Wir kommen jetzt zum Teil 56 der Faktenserie, nämlich die österreichischen Bilderberger. Im Teil 55 haben wir ein bisschen die Geschichte der Bilderberger beleuchtet und die geopolitische Transformation, in der sich die Eliten selbst befinden, nämlich von der US-Dominanz hin zur UNO-Agenda 21-Dominanz und die Verwerfungen, die damit einhergehen. Und auch mit der Geschichte der Bilderberger selbst, die einmal eine Verschwörungstheorie waren. Und 2015 fand in Österreich die Bilderberger Konferenz in Delft statt. Und aus diesem Grund gibt es einen der ganz, ganz wenigen Beiträge über die Bilderberger und in diesem Fall sogar einen hochkarätigen Beitrag über die Bilderberger, nämlich ein Interview, das Armin Wolf mit Rudolf Scholten geführt hat. Rudolf Scholten ist also ein Bilderberger Urgestein in Österreich, neben Franz Vranitzky und einigen anderen. Dazu kommen wir noch. Die Berichterstattung im ORF über die Bilderberger von 2015, eben aus dem Grund, weil die Bilderberger Konferenz in Tirol stattgefunden hat, wollen wir uns nun zur Gänze anschauen, weil sie sehr, sehr aufschlussreich ist. Der ORF möge weiterhin über die Bilderberger berichten und Arnim Wolf kennt ja die Liste der Teilnehmer und kann sie zum Interview bitten. Nun aber zum damaligen Interview selbst. Und bereits übermorgen steht wenige Kilometer weiter südlich von Elmau das nächste Gipfeltreffen der Mächtigen auf dem Programm, in diesem abgelegenen Luxushotel bei Telfs in Tirol. Dort findet ab Mittwoch die sogenannte Bilderberg-Konferenz statt, ein geheimnisumranktes Treffen von rund 130 Politikern, Spitzenmanagern und Wissenschaftlern aus den USA und Europa, das seit 1954 jedes Jahr stattfindet. Für Kritiker sind die Bilderberger eine Art geheime Weltregierung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitreichende Beschlüsse fasst. Kritisiert werden auch die teuren Sicherheitsvorkehrungen für das offiziell private Treffen. Die Marktgemeinde Delfs nahe Innsbruck. Hier gibt es nicht viel, eine umstrittene Moschee mit Minarett, eine Friedensglocke und eine Dornenkrone, die an die Teilung Tirols erinnert. Die Touristenmassen zieht es eher an andere Orte. Aber ab Donnerstag spielt sich's ja ab im Interalpenhotel in Delfs. Dort trifft sich die politische Elite mit der wirtschaftlichen Prominenz zur sagenumrankten Bilderberg-Konferenz. Angemeldet sind zum Beispiel die Chefs von Siemens und Airbus, der ehemalige EU-Kommissionspräsident Barroso, der Chef der Eurogruppe Dijsselbloem und NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Österreich ist unter anderem höchstrangig vertreten von Bundespräsident Fischer. Kanzler Faymann, schon öfter in Bilderberger, wird heuer fehlen. Nicht weit entfernt sein werden aber tausende Gegner der Konferenz, wie er, der grüne Innsbrucker Gemeinderat Mesut Unay. Wenn sich gesellschaftlich relevante Menschen treffen, von Politik, von Militär, von Wirtschaft, dann ist es sehr wohl Gesellschaft, also demokratiepolitisch relevant. Und wenn man sich dann abschottet, das kann nicht unsere Demokratie sein. Aber letztlich weiß niemand, der nicht selbst dabei ist, was hinter den verschlossenen Türen genau passiert. Deswegen ranken sich auch so viele Mythen um das Elite-Treffen. So soll der Fall der Berliner Mauer bei einem Bilderberg-Treffen eingefädelt worden sein, genauso wie unzählige Politkarrieren. Es gibt jedenfalls Kritik, nicht nur von links, auch von rechts. Man braucht nur eins und eins zusammenzuzählen, um zu erkennen, dass hier nicht über das Wetter und Hobbys geredet wird, sondern dass hier sehr gewichtige Entscheidungen getroffen werden und die Öffentlichkeit und die parlamentarische Kontrolle hat auch ein Recht darauf zu erfahren, was hier Regierungschefs mit anderen besprechen. Gesprochen wird jedenfalls seit 1954, seit Prinz Bernhard der Niederlande die Konferenz ins Leben gerufen hat, um die Beziehungen von Westeuropa und den USA zu stärken. Seitdem scheuen die Bilderberger die Öffentlichkeit, auch wenn man sich in letzter Zeit etwas öffnet. Es gibt seit kurzem eine Teilnehmerliste und schon seit 1972 dürfen sogar Frauen teilnehmen.
Aus Österreich sind heuer ungewöhnlich viele Teilnehmer dabei, wenn auch keine Frauen. Insgesamt sind es 9 vom Immobilieninvestor René Benko über Raiffeisenbanker Karl Sewelder bis zur Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und natürlich Kontrollbankchef Rudolf Scholten, der als einziger Österreicher seit vielen Jahren im sogenannten Exekutivkomitee der Bilderberg-Konferenz sitzt und damit in Telfs diese Woche quasi der Gastgeber ist und heute Gast in der C2. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Dr. Scholten, ich frage Sie jetzt nicht, ob die Bilderberger die geheime Weltregierung sind, weil da werden Sie kaum Ja sagen, aber warum glauben das so viele Leute? Ich weiß es nicht. Mir hat ein Kollege von Ihnen vor ein paar Tagen gesagt, dass seit dem September, also seit 9-11, diese Verschwörungstheorien rapid zugenommen haben. Soziale Medien tragen sicher zur Beschleunigung noch derartiger Geschichten bei. Tatsache ist, dass die Teilnehmerliste veröffentlicht wird. Tatsache ist, dass die Diskussionsthemen veröffentlicht werden. Tatsache ist, dass jeder Teilnehmer erzählen kann, was er möchte, was er dort gehört hat. Das Einzige, was alle gebeten haben, ist nicht persönlich zu zitieren, um eine Situation herzustellen, die ich ehrlich gesagt für sehr gut halte, nämlich dass Leute, die sonst, sie sind ein guter Zeuge dafür, die sonst jedes Wort dreimal umdrehen, bevor sie es aussprechen, bis dann nur mehr sehr flache Formulierungen herauskommen, etwas ungehemmter oder ungebremster argumentieren, und das trägt eigentlich der Belebung einer Diskussion bei. Aber sehr viele von diesen Leuten und noch mehr treffen sich auch jeden Winter in Davos zum Beispiel. Dort gibt es öffentliche Podiumsdiskussionen, dort gibt es Pressekonferenzen und niemand glaubt, dass dort ein mysteriöser Geheimbund tagt. Wozu diese Geheimnistuere? Naja, wie gesagt, das ist außer dem persönlichen Zitieren ist nichts geheim davon. Davos dauert länger, ist wesentlich größer, kostet dementsprechend mehr. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, woher die Theorien kommen. Also es gibt so eine alte Regel, die heißt, dass Wahrheiten, die x-beliebig wiederholen, werden flach mit der Zeit. Blödheiten werden eher blöder. Also daher, es wird nicht besser, wenn man es wiederholt. Oder wir sind auch Journalisten eingeladen, ja. Sehr prominente Journalisten, die dürfen aber nichts drüber schreiben. Die dürfen sehr wohl erzählen darüber, was sie dort gehört haben. Sie dürfen alles, aber sie sollten nicht persönlich zitieren. Und das ist alles. Hat noch keiner drüber geschrieben? Nach welchen Kriterien werden die Gäste eigentlich ausgewählt? Es ist so, dass die verschiedenen Länder, also diejenigen, die diese Länder in diesem Steering Committee vertreten, Vorschläge machen. Und dann wird gemeinsam beschlossen, wenn man einlädt. Die Verteilung ist immer gleich. Ein völlig berechtigter Kritikpunkt ist, dass die Verteilung zwischen Frauen und Männern ist, um es höflich zu formulieren, altmodisch. Also das ist eigentlich absurd. Aber sonst ist die Verteilung ziemlich ähnlich zwischen Politik, Wirtschaft, Medien, einige Wissenschaftler. Diese Verhältnisse sind ziemlich konstant. Die einen sagen dann, dass das politisch einseitig ist, also eine besonders linksrevolutionäre Veranstaltung ist es nicht. Allerdings sind immer wieder eine ganze Reihe von Sozialdemokraten auch vertreten. Also die Amerikaner bemühen sich sehr, dass zwischen Republikanern und Demokraten ausgeglichen ist. Also in Österreich ist es ja auffällig, da sind ja Sie für die Vorschläge zuständig. Wenn aus Österreich Politiker eingeladen worden und werden, dann waren das mit einer Ausnahme, nämlich Martin Bartenstein, als er Wirtschaftsminister war, immer nur SPÖ-Politiker wie Franitzky, Faymann, Gusenbauer, Schieder, niemand von der ÖVP, sonst nie jemand von den Grünen, schon gar niemand von den Freiheitlichen. Warum? Ich habe den Vizekanzler Mitterlehner gefragt, ob er kommen möchte. Und der wäre natürlich auch eingeladen gewesen. Und er hat gesagt, dass dieses Wochenende für ihn nicht möglich ist, was ich respektiere und wär ich ihn gern fürs nächste oder übernächste Mal wieder vorschlagen. Warum die Grünen oder Freiheitliche? Ich habe Van der Bellen eingeladen gehabt und Freiheitliche haben sie gerade besprochen hier. Also habe ich nicht eingeladen. Das mag sein. Ja. Das ist vielleicht ganz, ganz spannend. Van der Bellen hat der Trittin war dort. Ja, kein Österreich. Nein, Van der Bellen habe ich eingeladen gehabt. Sind Politiker da, Spitzenmanager, Geheimdienstchefs, Wissenschaftler, einzelne Militärs, ein paar Journalisten, aber es gibt nie einen Vertreter einer NGO wie Greenpeace oder Attack oder Human Rights Watch oder Amnesty. Warum nicht? Das ist ein berechtigter Punkt. Ich glaube, dass jederzeit dort auch NGO-Vertreter interessant werden, so wie auch Vertreter in der Wissenschaft diese Diskussion sehr anreichern. Es wird tatsächlich dort sehr
unkompliziert diskutiert. Das macht ja den Reiz der Sache auch aus. Aber Sie haben ja die österreichische Liste zusammengestellt. Warum interessiert Sie René Benko oder drei Banker mehr als zum Beispiel... Das kann ich Ihnen genau sagen, weil ich muss mich nicht nur um die österreichische Liste, sondern auch die Finanzierung kümmern. Und daher gibt es sozusagen eine gewisse Anerkennung derer, die auch diese Konferenz sponsern, dass sie dann auch einen Vertreter senden können. Apropos, wenn Sie schon über die Finanzierung sprechen, es sind mehr als 2000 Polizisten im Einsatz in Tirol. Es gibt eine Flugverbotszone, die das Bundesheer überwacht. Und jetzt fragen sich ganz viele Kritiker, wenn das denn ein privates Treffen ist, warum wird das dann nicht privat finanziert, auch bei den Sicherheitsvorkehrungen? Also wie gesagt, die organisatorischen Kosten werden alle privat finanziert. Das mit der Sicherheit muss man sehr ernst nehmen als Argument. Und ich habe mir das auch, glaube ich, gut überlegt. Die anderen europäischen Länder haben eine ähnliche Verteilung gehabt wie wir. Das ist ein Argument, nicht zwingend. Und die zweite Frage ist, will man in einem Land leben, wo internationale Konferenzen, und Österreich ist aufgrund von internationalen Vereinbarungen gezwungen oder verpflichtet, einen guten Teil derer, die dort teilnehmen, an Ministerpräsidenten etc. zu schützen und sicherheitsmäßig zu betreuen. Will man in einem Land leben, wo solche Konferenzen nur mehr stattfinden können, wenn die Sicherheit von privaten Geldgebern bezahlt ist? Und die Antwort ist nein. Ich bin froh, dass so eine Konferenz in Österreich stattfindet. Das letzte Mal war, glaube ich, vor 25 Jahren. Also an sich ist das eine gute Erscheinung. Und ich bin auch froh, in einem Land zu leben, wo man gegen so eine Veranstaltung Proteste eben kann, demonstrieren kann. Die Polizei kümmert sich auch um den Schutz von Demonstranten. Also mir ist in einer Abwägung lieber... Wir haben die Diskussion über die Finanzierung der Sicherheit als, wie gesagt, in einem Land zu leben, wo solche Konferenzen nicht mehr stattfinden könnten oder nur, wenn private Sponsoren für die Sicherheit aufkommen. Und der Staat ist verpflichtet, das zu sichern. Wenn ich es jetzt schon da habe, Sie waren ja lange unter Franz Fanitzky Minister und auch einer seiner engsten Vertrauten, das war der SPÖ-Vorsitzende, der die Abgrenzung von der FPÖ zur zentralen Identität der SPÖ eigentlich gemacht hat. Wie sind Sie jetzt mit dem Ergebnis der heutigen Sitzung der SPÖ zufrieden? Schauen Sie, ich glaube, dass ein Arbeitsübereinkommen, auch ein politisches Arbeitsübereinkommen, braucht ein Mindestmaß an Übereinstimmung in Grundsätzlichem. Und daran mangelt es mit der FPÖ. Und daher verstehe ich auch nicht, wie man das tun kann. Und halte jeden Versuch, und der Bundesminister Ohnsdorf hat sich redlich darum bemüht, gerade hier, jeden Versuch, das für die Zukunft zu stabilisieren und sicherzustellen, für wichtig. Ich verstehe es nicht, wie das geht, und teile die Einschätzung von Häupl beim Reingehen, dass man eigentlich lieber draußen gestanden wäre als drinnen gewesen. Aber ich bin weder draußen gestanden noch drin gewesen. Aber Sie sind noch in der Partei drin und Parteimitglied. Ist für Sie Werner Faymann der optimale Parteivorsitzende? Für mich ist nichts optimal, was offensichtlich nur mehr dem Machterhalt dient und diese sozusagen alles über den Haufen zu werfen, was gut und teuer ist, nur damit man politische Repräsentationen stabilisieren, dann halte ich nicht für gut. Herr Scholten, danke für den Besuch im Studio. Danke. Ja, soweit zum Interview mit Rudolf Scholten, also einem Mitglied des Exekutivkomitees der Bilderberger. Hier haben wir aus erster Hand verschiedene Erkenntnisse mitnehmen können, nämlich, dass die Banker wichtig sind, dass die Geschichte SPÖ-lastig ist, dass sich die Amerikaner sehr wohl um einen Ausgleich zwischen Rot-Schwarz bemühen und dass Van der Bellen eingeladen wurde, ganz wichtig, und dass mehrfach in dem Interview damals, 2015 schon erwähnt, dass das mit der FPÖ gleich überhaupt nicht geht. Ja, jetzt sind wir im Jahr 2019 angelangt, wiederum ganz wenige Berichte in der Presse, nichts im ORF, in der Presse gerade drei Österreicher nehmen am umstrittenen Bilderberg-Treffen, nicht Bilderberger, sondern Bilderberg-Treffen da. Auch heuer trifft sich die Wirtschafts- und Politelite aus Europa und den USA wieder zu Beratungen hinter verschlossenen Türen.
Diesmal soll es auch um die Zukunft Europas gehen. Beratungen hinter verschlossenen Türen über andere nennt man lexikalisch eine Verschwörung. Die Verschwörungstheorien rund um Bilderberg-Gruppe, also hier wird weder das Wort Verschwörungstheorien mit den Bilderbergern zusammengebracht in diesem Presseartikel. Und weiters wird berichtet, dass auch Ex-Präsident Heinz Fischer, Ex-Kanzler Wranitzky und Alfred Gusenbauer dem Ruf der Bilderberger in der Vergangenheit gefolgt sind, ebenso wie Ex-Minister Hannes Androsch oder Martin Bartenstein, Dreieckl, Rothensteiner und so weiter. Das schauen wir uns jetzt in dieser Folge noch etwas genauer an. Ja, die 2019er Bilderberger Meeting ist auf der offiziellen Bilderberger Webseite hier. Man kann sich auch die Teilnehmer anschauen. Man kann hier auch suchen nach den Österreichern. Österreich heißt der Out. Hanabi Egger-Edeltraut, Rektorin der Wirtschaftsuni in Wien. Dann Rudolf Scholten, den wir soeben im 2015er Interview gehört haben, also ein das Bilderberger Urgestein in Österreich, und Gerhard Zeller von Warner Media, also von den Medien. Das sind die drei, die auf dieser Bilderberger Webseite offiziell gelistet sind. Wer Interesse hat, sich das anzuschauen, die Links zu den Webseiten, die in der Sendung verwendet werden, die befinden sich unter dem Video im Faktennachweis. Gut, jetzt wollen wir ein bisschen schauen, was Wikipedia schreibt. Und Wikipedia hat hier eine interessante Aufteilung, nämlich aus welchem Königshaus war wer dabei. Also Könige sind aus Belgien, aus England, Niederlanden, Norwegen und Spanien anwesend gewesen. Bei den Politikern haben wir Österreich erstmals mit Werner Faymann, Heinz Fischer, Alfred Gusenbauer. Dann haben sie in ihrer Ordnung Militär, da ist Österreich nicht. Dann bei den Finanzinstitutionen Dreieckl von der Ersten, Scholten von der österreichischen Kontrollbank und Walter Rothensteiner von der Reika. Und im Bereich Industrie, Akademie, also Universitäten haben wir nichts, aber dann wiederum bei den Medien, ja, Oskar Bronner, ganz klar vom Standard als einziger hier geführt. Wir werden dem ein bisschen nachgehen, wie die Aufteilung hier wirklich ist. Es gibt also hier eine Webseite von npr.news.eu, die hier die österreichischen Bilderberger mal schön aufgelistet haben. Vielen Dank dafür. Und als Statistik ergibt jetzt Folgendes, dass von den, zusammenzählt ist das dann nicht, aber so ungefähr 200 Teilnehmern aus Österreich 71 Banker sind, 53 von der SPÖ, 27 von der Industrie, 23 von den Medien, 21 von der ÖVP, einer von der FPÖ, das war 1979, und einer von der Uni, das ist 2019, das ist also neu. Und
Es gab zwei Bilderberger Konferenzen in Österreich, die 2015 und die 1988. Und die 1988 ist insofern sehr interessant, als das Thema damals der Euro war. Damals wurde also die erste Vorbesprechung über den Euro geführt, die Strategie ausgearbeitet. Die Einführung, es hat dann 10 Jahre gebraucht, bis er wirklich eingeführt wurde. Aber solche großen gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Veränderungen brauchen ihre Zeit. Und wer war jetzt 1988 beim Bilderberger Treffen in Österreich damals anwesend, wo der Euro vorbesprochen wurde? Und hier sehen wir, dass wir 7 Banker haben, nämlich den Hannes Androsch von der CA, dann den Helmut Haschek von der Österreichischen Kontrollbank, dem ist dann eben Rudolf Scholten nachgefolgt, Dietmund Kastner wiederum von der CA, nämlich von der PR-Abteilung. Dann haben wir da die Österreichische Investitionskredit AG, dann noch einmal CA, den Schmidt-Ciari, dann noch einmal die CA, den Zimmer-Lehmann und den Igler Hans von der Schöller Bank. Neben den 7 Bankern waren damals 4 Sozialisten anwesend. Höss, Jankovic, Verzetnitsch vom Gewerkschaftsbund und Vranitzky, der Dauerbesucher von den Bilderbergern war. Und dann haben wir Generalsekretär im Außenministerium, Thomas Glästil, wurde später dann Bundespräsident von Österreich. So viel mal zu 1988. Schauen wir uns 2015 an. Haben wir wiederum 4 Banker drinnen, sofern wir den René Benko als Investment-Guru zu den Banken zählen will. Als Kurzintimus gehört er der ÖVP zugeordnet. Dann haben wir von der Unikredit den Hampel drinnen, von der Österreichischen Kontrollbank den Rudolf Scholten drinnen und von der Reika den Karl Sewelda. 2 Industrievertreter, Siemens und ÖMV, den Oskar Bronner vom Standard als Dauerbesucher, den Heinz Fischer als Bundespräsident, ist der SPÖ zuzuordnen, und den Gusenbauer, der damals Ex-Kanzler war, auch der SPÖ zuzuordnen. Wir sehen also Bankenindustrie, Medien und die Sozialisten. Jetzt schauen wir uns so ein bisschen noch die Berichte an. 2017 gab es im Kurier einen Bericht, dass 4 Österreicher dabei sind. Das ist dieser Bericht hier. Benko, Gerhard Zeiler, Rudolf Scholten, klar, und Paul Achtleitner. Der ist ein Deutscher von der Deutschen Bank. 1918 gab es dann keine Berichte, die für uns auffindbar waren. Aber vom Vorjahr gab es die Frage, heißen die neuen Bilderberger jetzt Yellowstone Club und Kanzler Sebastian Kurz wird die neue Merkel? Das geht als der Yellowstone Club ist sozusagen die EDV, die 5G, die Idee, die Artificial Intelligence Abteilung der Bilderberger. Und dort war Kurz willkommen, hat dann auch gleich die 5G-Initiative in Österreich gestartet und die Digitalist-Konferenz zur Digitalisierung Afrikas auf Kosten der österreichischen Steuerzahler einberufen. Gut, schauen wir uns jetzt aber die Teilnehmer, das ist vielleicht ein bisschen trocken, aber durchaus interessant, alphabetisch an.
Hannes Andrusch war so ungefähr 10-mal dabei, von 74 bis 88, als Vizekanzler, Finanzminister und dann als Generaldirektor der CA. Wir sehen also hier die Drehtür zwischen Politik und Bank. Abfalter von der Voestalpine, Battenstein, ÖVP und Big Pharma, Becker von der Industrie wiederum, Voestalpine, viermal Benko, Freund von Kurz. Also Kurz muss da nicht selber hin, das reicht, wenn der Benko ihn vertritt, gleich wie er ihn beim Anteilskauf bei der Kronenzeitung vertreten hat, um hier Einfluss zu bekommen. Dann 1979 der einzige FPÖler, den es jemals gab, das war der Tassilo Brösicke. Danach war nie mehr ein FPÖler bei den Bilderbergern. Dann auch in etwa 10-mal der Oskar Bronner, der Herausgeber vom Standard. Dann Erhard Buseck, dann ein Haufen Banker von der CA, SPÖ-Abgeordnete. Interessant von den Medien, der Alfons Dallmer, der ORF-Rom-Korrespondent, Bilderberger, ja. Dann die Brigitte Ederer, 2008, da war sie dann schon Generaldirektorin von Siemens Österreich, wiederum Drehtür Politik Industrie. Der Werner Fehrmann war, der Faymann war dreimal dort, der Heinz Fischer war zweimal als Bundespräsident dort und einmal als SPÖ-Vorsitzender. Gusenbauer war als Kanzler dort, viermal insgesamt. Haselsteiner von der Strawag ist ein Bilderberger, ist auch interessant. Ja, und Ida Igler-Hans, Präsident der Industriellen Vereinigung von 1974 bis 80, ab 81 dann eingestiegen bei der Schöller Bank als Partner. Hier sehen wir wieder die Drehtür zwischen Industrie und Bank. Jankowitz später war sehr oft dort mit einer interessanten Karriere, nämlich 1983 als stellvertretender Generalsekretär für Auswärtiges, dann 88 als Ausschussvorsitzender für Außenpolitik im Nationalrat, dann 1990, das ist jetzt wichtig, als Staatssekretär für Europafragen. Auch 91, 92, also ganz wesentlich eingebundener Bilderberger in die Vorbereitung der Aufgabe der Staatssouveränität Österreichs an die EU mit dieser Volksabstimmung, mit dieser eigenartigen. Jankovic ist dann OECD-Botschafter geworden und ja, also vom Außenamt über Staatssekretär für Europafragen zur OECD. Die Generali haben wir drinnen als Versicherung. Es ist mehrfach der Thomas Klestil wurde danach Bundespräsident, vorher Generalsekretär im Außenministerium, wie er zu den Bilderbergern ist. Und war auch bei der 88er-Konferenz dabei, wo der Euro besprochen wurde. Dann haben wir wieder CA, ja, den Kreiner Josef, den Landeshauptmann von der Steiermark, den Bruno Kreisky, den Bundeskanzler, den Erwin Lanz, Leibenfrost von Semperit, Leitner von der Andritz AG, von den Medien her wiederum Paul Lendwey, Financial Times und ORF und ja, internationale Medien. Der Molden Fritz, Verlagsdirektor der Presse, war 1955 der erste Teilnehmer bei der Bilderbergkonferenz. Bei der ersten Bilderbergkonferenz war also der Verlagsdirektor der Presse dabei. Dem kann man der ÖVP zuordnen. Gut, von den Medien
noch Hugo Bortisch, viermaliger Bilderberger, Prinzhorn als Vorstandsmitglied der Industriellen Vereinigung. Industriellen Vereinigung ist oft drinnen mit Mitgliedern der Industriellen Vereinigung selber, wie der VA, Böhler, Udeholm, Randy Wagner als Gesundheitsministerin, voriges Jahr nur ein einmaliger Auftritt, scheint auch von Scholten eingeladen worden zu sein, der erklärt hat, dass er das in Österreich organisiert. Falls also wer zur Bilderberger-Konferenz eingeladen werden möchte, bitte an den Rudolf Scholten wenden. Dann haben wir die ÖMV da, haben wir Reiker da, wieder ÖMV da, SPÖ, SPÖ, CA, Scholten, Rudolf mit ja, 20 Teilnahmen, vielleicht von 1992, ziemlich durchgängig bis heute. Schüssel Wolfgang war dort, das ist der Lehrmeister von Sebastian Kurz. Da haben wir jetzt einmal einen Erbprinzen, da haben wir also Adel, den Karl Schwarzenberg, nach dessen Vorfahren der Schwarzenbergplatz benannt ist und der erste Minister vom jungen Kaiser Franz Josef war, der 1848 die Regierungsgeschäfte übernommen hat und dem stand eben Schwarzenberg zur Seite. Da haben wir wieder die Reiker, dann haben wir dreimal den Taus Josef von der ÖVP, Erste Bank, Treichel, CA, Verzetnitsch vom Gewerkschaftsbund, dann ein echtes Bilderberger Urgestein, Franz Franitzky von 1975 bis 2002. Auch hier wiederum der Lauf, der Karrierelauf verfolgbar. Zuerst stellvertretender Generaldirektor bei der CA, dann Finanzminister, dann Bundeskanzler, dann OSZE, dann die WestLB, sind wir wieder bei einer Bank und dann in der Industrie mit Magna und mit TUI. Schöne Karriere, die aufzeigt, wie die Drehtüren zwischen Bank, Politik, Industrie hier am Beispiel klar gemacht werden können. Ja, und Menge Banken. Gut, bitte schaut euch das selber durch. Das ist, glaube ich, ganz interessant für den einen oder anderen, der die österreichische Politikgeschichte besser verstehen will, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Banken führend sind bei den Bilderbergern, die Vertreter, dann kommt die SPÖ, dann kommt die Industrie, dann kommen die Medien und dann kommt die ÖVP. Es ist also eine eher linksgerichtete Veranstaltung, das hat Scholten auch erklärt. Gut, damit wollen wir jetzt diesen Teil und die Sendung Nummer 35 beenden. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit, wünsche alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Radio Okie Tokie, Radio Okie Tokie, von Mensch zu Mensch.